Heute habe ich einfach Lust, Ihnen mal zu erklären, was ein Monoid ist. Die Definition, die ich hier hingelegt habe, ist die, die man in Wikipedia finden kann. Und es ist auch ein bisschen der Versuch, Ihnen die Angst vor der Mathematik zu nehmen. Da heißt es Monoid, das ist ein merkwürdiger Name erst einmal. Was ist ein Monoid? Und dann kommt hier die Definition. Ein Monoid ist ein Tripel, M, Sternchen E, bestehend aus einer Menge M, einer inneren zweistelligen Verknüpfung, hier ist die beschrieben und das sagt was Komisches, und einem ausgezeichneten Element E, Element der Menge M, mit bestimmten Eigenschaften. Machen wir uns das mal schrittweise klar. Einmal ein Tripel ist nichts anderes als die Aussage, es geht um diese drei Dinge, ein M, ein Sternchen und ein E. Das M kennen Sie aus der Schule, den Begriff der Menge, M. Da haben Sie damals in der Schule so etwas gemacht, wie zum Beispiel gesagt, ich habe die Menge mit irgendwelchen Elementen da drin, zum Beispiel die natürlichen Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Die natürlichen Zahlen sind eine Menge, da haben Sie auch damals sowas geschrieben, manchmal noch mit einer 0 da dran, um klarzumachen, dass das Element 0 in dieser Menge drin ist. So haben Sie die beschrieben. Nichts anderes ist eine Menge. Irgendeine beliebige Menge. Zu dieser Menge gibt es noch, das ist unser zweiter Bestandteil, etwas. Dieser Stern heißt es hier zweistellige innere Verknüpfung. In dieser Schreibweise M kreuz M, so ein Pfeil auf M. Innere zweistellige Verknüpfung, dieser Stern ist nichts anderes als ein Symbol, mit dem wir sagen, es geht hier um eine Verknüpfung, wir könnten auch sagen eine Funktion, eine Zuordnung. Zweistellig und inner meint einfach zweistellig, wir nehmen Elemente aus dieser Menge M und noch ein Element aus der Menge M, verknüpfen die und weisen dem wieder ein Element aus der Menge M zu. Ein Beispiel, nehmen wir die Addition. Wir könnten so eine Funktion, auch wenn Sie so etwas programmieren wollen, add oder addiere, und dann würden Sie in Java zum Beispiel sagen, das eine ist ein int, ein x, und das andere ist ein int, ein y, und was kommt daraus? Wieder ein Integer. Das ist nichts anderes als diese Aussage. Ein Element aus dieser Menge, m, und ein Element aus der anderen Menge, und das weisen wir wieder einem Element aus dieser Menge zu. Bei den natürlichen Zahlen wäre das zum Beispiel, wenn wir jetzt hier uns wieder hinmalen, 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter, kreuzen das mit wieder 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das Kreuzprodukt ist nichts anderes, als dass wir eine Menge bilden mit den Paaren dieser ganzen Elemente, also 0, 0 und dann haben wir 0, 1 und dann haben wir 0, 2, 0, 3 und so weiter. Dann geht es natürlich in der nächsten Zeile weiter mit 1, 0, 1, 1 und so weiter. Das ist die Menge, die daraus entsteht, aus diesem Kreuzen dieser beiden Mengen. Und dann sagen wir, das weisen wir wieder einem Element aus 0, 1, 2, 3, 4, also den natürlichen Zahlen zu. Heißt hier, würden Sie dieses Element, dieses Paar 0, 0 wieder der 0 zuordnen, das ist die Addition. 0, 1 würde der 1 zugeordnet werden, 0, 2 der 2. Sie wissen, wie das weitergeht. 1, 0, selbstverständlich auch der 1, 1, 1 der 2. Das ist gemeint, wenn es da heißt, an der Stelle eine innere zweistellige Verknüpfung. Also es gibt ein Monoid, ist eine Menge, dann gibt es diese Verknüpfung, eine Funktion, haben wir gerade erklärt. Das ist nur eine andere Schreibweise, die lehnt an das an, was wir da eben gesehen haben, a, b, das ist also so ein Tupel und das wird zugewiesen der Verknüpfung aus diesen beiden Elementen. Und dann gibt es noch ein weiteres, ein drittes Element, hier E bezeichnet. Das muss aus dieser Menge M sein, mit den folgenden Eigenschaften. Das ist übrigens das sogenannte neutrale Element. Darum gehen wir erstmal hier drauf. Neutrales Element heißt, diese Schreibweise heißt nur für alle A Element aus M, also jedes beliebige A, was wir uns aus der Menge M nehmen,
Das neutrale Element verknüpft mit dieser Verknüpfungsoperation, die wir uns eben ausgeschaut haben, zum Beispiel die Addition, ist gleich, wenn wir das auch umdrehen, ist gleich dem Element. Darum heißt es neutrale Element. Die Verknüpfung mit irgendeinem anderen Element A oder A verknüpft mit E ergibt wieder das Element A. E ist in dem Sinne, nennen wir das gerade mal, wirkungslos, neutral. Was ist in der Addition das neutrale Element? Sie kennen, das ist 0. E wäre gleich 0. Wenn wir nämlich 7 plus 0 machen, das ist identisch mit 0 plus 7, ist identisch mit 7. Bezüglich der Addition ist das neutrale Element die 0. Wenn Sie etwas anderes nehmen, wie zum Beispiel die Multiplikation, dann ist das neutrale Element die 1. Nämlich irgendwas mal 1 genommen, ergibt wieder das Element selber. Und jetzt gibt es nur noch eine Aussage. Jetzt haben wir das schon, wir haben ein neutrales Element gefunden. Jetzt gilt es nur noch, um die Assoziativität sich zu kümmern. Hier heißt es, nimm drei Elemente, A, B, C. Das heißt nur für alle A, B, C, Element aus M. Also jede beliebige Kombination von drei Elementen, die jeweils aus dieser Menge sind, gilt, ob ich zuerst A mit dieser Verknüpfung A verknüpft mit B rechne und dann C oder erst B und C verknüpfe und dann nachgereicht A verknüpfe mit diesem Ergebnis, das muss das Gleiche rauskommen. Bei der Addition wäre das, hätten wir 1 plus 2 plus 3 muss dasselbe ergeben wie 1 plus 2 plus 3. Ist das so? 2 plus 3 ergibt 5, 1 plus 5 ist 6 und 1 plus 2 ergibt 3 plus 3 ergibt auch 6. Also das ist korrekt. Das ist nicht für jede Operation so. Denken Sie zum Beispiel an die Subtraktion. Nehmen wir so etwas wie 5 minus 3 minus 4. Ist das gleich, wenn das Assoziativitätsgesetz gilt, dann müsste es so sein, dass 5 minus 3 minus 4 dasselbe Ergebnis gibt. Und da wissen Sie, das ist nicht der Fall. Wegen 5 minus 3 minus 4 ist minus 1. Das ergibt dann 5 minus minus 1, also 5 plus 1 ergibt dann hier 6. Und auf dieser Seite ist es 5 minus 3 ergibt 2 minus 4. Ergibt 2 minus 4 ist minus 2. Und das ist natürlich nicht gleich. Also nicht für jede Art der Verknüpfung gilt das. Ein Monoid ist, wo diese Verknüpfung, hier Sternchen, dafür das Assoziativitätsgesetz gilt. Jetzt haben Sie verstanden, was ein Monoid ist. Es ist nichts anderes als eine Beschreibung. Wenn ich Ihnen gebe eine Menge, eine Verknüpfung und ein neutrales Element, können Sie jetzt abprüfen, ist das ein Monoid. Oder umgekehrt gesagt, wenn ich behaupte, das ist ein Monoid, dann wissen Sie, dass E das neutrale Element ist und dass das Assoziativitätsgesetz gilt und dass diese Verknüpfung, die ich Ihnen gegeben habe, eine innere zweistellige ist, nichts anderes. Ich nehme Elemente raus und es bleibt wieder innerhalb der Menge. Lesen Sie sich noch so einen Satz durch. Ein Monoid ist also eine Halbgruppe mit neutralem Element. Gut, dann müssten wir jetzt auf den Link gehen bei Wikipedia, was eine Halbgruppe ist. Sie werden da feststellen, auch wieder gar nicht so schwierig. Jede Gruppe ist ein Monoid, aber ein Monoid hat im Gegensatz zur Gruppe nicht notwendigerweise inverse Elemente. Gruppen, das können Sie nachlesen, auch wieder unter Wikipedia, haben noch neutrale, inverse Elemente. Aber wenn Sie damit ausgerüstet sind und sich zutrauen, das hier verstanden zu haben, gucken Sie mal nach. Das sind nur Namen, die Mathematiker solchen Strukturen und Gesetzen und Verknüpfungen gegeben haben.